Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynastie. Ich bin der Elmo und freue mich auf die heutige Folge. So, es ist herrliche Nacht, Sterne klar. Sehen wir irgendwelche Sternbilder, die wir kennen? Nein. Egal. So. Wir machen mal den Hut wieder an. So. Jo. Wir haben immer noch den Hammer in der Hand. Stecken wir mal weg. So. Sehr schön. Letztes Mal haben wir ein bisschen die Häuser verbessert. Jetzt haben wir hier lauter Steinhäuser. Bis auf das letzte hier. Und das werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann demnächst auch nochmal umändern. Jo. Eigentlich hatte ich ja vor, auf die Jagd zu gehen. Hab dann aber mich dann doch entschieden, oh, Madame schläft schon, mich da entschieden, die Häuser schnell umzubauen, denn ich habe gemerkt, dass, ja, steigert die Motivation. Richtig schön. Okay. Ja. Wir haben noch genügend Nahrung, wir haben noch genügend Wasser, wir haben Holzbedarf, haben wir durch die Steinhäuser schön reduziert, also fast so um 30%. Genau. Und jetzt werden wir, steuern wir es mal gucken. Jetzt werden wir erstmal schlafen gehen. Und dann werden wir nochmal fix auf Jagd sein. Denn die Jahreszeit ist bald zu Ende. Und da Tag 13, schon 7 Uhr morgens. Nach Tag 15 beginnt die neue Jahreszeit, sprich der Frühling. Das heißt jetzt, wir müssen ein bisschen auf die Jagd gehen, um noch ordentlich Fleisch zu sammeln. Hier die Wildschweine wollte ich wegmachen. Wiesent hier, Wiesent dort und hier unten nochmal. Da müssen wir aufpassen, da kommen dann ein paar Wölfe. Jo, das war so der Plan. Ich weiß nicht, ob die Wölfe noch bleiben in der nächsten Saison. Da müssen wir dann dementsprechend aufpassen. Jo. Wie gesagt, holen wir mal unser Material. Ja. Was haben wir denn einstecken? Den Hammer können wir weglegen, Steinmesser. Ja, müssen wir uns ein paar machen, glaube ich. Ich glaube, Brot hier gehen 25% weg oder mehr sogar. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, die Stiefel können wir auch ausladen. Oh, gibt doch nicht so viel. Gibt bloß knapp 200. Das Fleisch, jo, können wir so weit weg machen. Okay, die Steine können wir auch raushauen. Genau, Tränke. Wir haben noch den Ausdauertrank, Stärketrank. Mehr Schaden, ja. Aber wir brauchen noch den Gewichtstrank, damit wir ein bisschen mehr Wiesent. Nee, nehmen wir zwei mit. So, dann können wir hier die Stiefel auspacken. Brauchen wir gerade nicht. Den Hammer packen wir da drüben. Zack. Falsch. Den Hammer hier rein. Eine Fackel lassen wir am Mann. Steine packen wir weg. So. Die Wand hier. Weg. Die Pinole auch weg. Jo. Okay. Wir können gleich mal das Fleisch wegfuttern. Trinken holen wir uns dann gleich. Können wir hier aus dem Brunnen direkt trinken? Ah, ja, hier. Passt doch. Haben wir das auch voll. Und dann da drüben das Fleisch. So. Da hier das Salzfleisch weg. Gut,
Wir haben nur noch 10 Kilo am Mann. Soweit leer. Ja, 10 Kilo. Das ist ja hauptsächlich ja, Rucksack, Gürteltasche. Oh, ganze Kleinvieh, ne? Ist ja bald wieder Frühling, dann können wir das ganze Zeug wieder ausziehen. So, dann dran an die Waffenkiste. Ja, wir nehmen das Bronzemesser mit, wir nehmen den Bronzespeer mit, die Armbrust. Oh, die Eisenaxt ist fast kaputt. Die könnten wir dann fast verkaufen, ja genau. Die lassen wir hier. Eisenbolzen nehmen wir beide mit. Die Eisenpfeile nehmen wir alle mit. Den Eisenspeer. Das ganze Kupferzeug könnten wir alles verkaufen. Ja. Ja. Vergiftete Eisenpfeile. Jo. Vergiftete Steinpfeile nehmen wir auch vorsichtshalber mit. Und das Tier, die Keule noch. Und dann rüsten wir mal aus. Wie immer. Den Knüppel auf die 1. Den Speer auf die 2. Oh, wir haben den Bogen vergessen. Wir haben den Bogen vergessen. Oh nein, da brauchen wir auch einen neuen. Ach, da müssen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir den herstellen können. So, wo ist der Bogen? Bogen auf die 3. Armbrust auf die 4. Und das Messer müssen wir nicht ausrüsten. So, dann den Eisenbolzen rüsten wir aus. So. Und das sollte es soweit gewesen sein. 52 wollte ich schon sagen. Jo, sieht ganz gut aus. Jo. Schatz. Wünsche mir viel Glück. Ich gehe auf die Jagd. So. Auf ins Jagdgebiet. So. Ja, gleich fehlt uns die Ausdauer. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Hier sind die ersten Wildschweine. Zack. Auslisten. Ausdauer kommt jetzt gleich. Dann gehen wir jetzt langsam vor. Wo sind die Wildschweine? Zum Glück geht hier keine Ausdauer verloren. Schauen wir mal, ob das reicht. Oh, er kommt. Oh. Ah, wir müssen Pfeile ausrüsten. So. Perfekt. So, Wildschwein 1. Ja, haben wir jetzt unsere Bolzen bekommen wieder? Eisenspeer? So, Eisen, Eisen. Oh nein. Juhu! Geht schon los, geht schon los, geht schon los. Weg hier! Wo ist die Sau? Oh! Ein Schuss, ein Treffer. Okay.
Okay. Dann schauen wir. Wildschwein. Da es muss noch eins sein. Irgendwo ist hier noch eins. Jo. Wo? Wo ist es? Ja, wo bist du denn? Kuckuck. Nicht optisch. Das muss ja ganz in der Nähe sein. Ach, da. Ja, moin. Und Treffer. Zack. So macht Jagen Spaß. Okay. Haben wir noch ein Okay, Wildschweine sind weg. Dann gehen wir Richtung Wiese. No, was haben wir noch? Oh, wir haben noch genügend Platz. So, unsere Eisenbolzen sind weg, ne? Das ist schon wieder. Doch, nee, da ist einer. Wo ist er? Ah, da sind sie. Sehr schön. Ja, muss hier direkt vor mir liegen. Ich will den zweiten jetzt auch noch. Ja, ja, bin schon weg. Hilfe! So, bin schon weg. So, alles klar. Dann machen wir wieder unseren Bolzen rein. 75 Schaden. Weil der Eispfeil, genau, so, 4. Und den Bolzen rein. Dann holen wir unser nächstes Wiesent. So. Ja, komm her. Ich hoffe, das ist das Einzige, das kommt. Ja, ja, ja. Näher, näher, näher. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bomben. Jetzt mal einen Pfeil aus und gehen auf die 2. Oh. Sehr schön. Du trägst zu viel, ja, aber wir haben unseren Eisenspeer und Eisenbolzen bekommen. So, kein Bolzen. Ja, doch, wir haben noch unseren Bolzen bekommen, ne? Nein? Ja, wo ist der denn? Der ist jetzt wirklich weg? Nö. Ha. Eisenbolzen? Ja. Oh mein Gott. Du trägst genau 70. Ja. So, dann lassen wir mal den Bolzen aus. Also ein Bolzen und mit Speer. Oh, dann geht das so. So, was nächste Vicent. Hallo? Kanada? In Kanada? Ich will jetzt nicht so weit gehen, weil sonst bin ich gleich wieder bei den Wölfen. Muss ich aufpassen. Also so klein sind die Viecher doch gar nicht. Gibt's auch nicht. Ja, sag mal.
Das ist wieder ein Lager. Komm, wir nehmen das erstmal aus. Stock, nein. Oha, Leder. Leder. Apfel. Jo und Salz. Nehmen wir auch mit. Auch einen Bogen. Ja klar, und ein Bündel, Salzfleisch, Weizenbier. Okay. Dann können wir den Apfel gleich essen. Ach, nee. So. Jetzt müssen wir hier drüber machen. So. So. Und, hier ist nochmal Pelz. Und, das war's, ne? Ein Geldsäckchen? Ist hier eigentlich auch immer, ne? Nicht optisch. Hase. Schlaf machen. Und der Hase? Lol. Oh, jetzt haben wir keinen Bolzen ausgerüstet. So. Also, wo ist das nächste Decent? Ah, das sind die Wölfe, ne? Oh Mann, ey. Riskieren wir es? Können wir eigentlich tun, ne? Aber jetzt rennt er weg. Da kommt er. Oh, nein! Ach, immer diese Wölfe. Ah, okay. Respawn. Blöd gelaufen. Jetzt liegt mir unser Eisensperr da drüben, ne? Oh, Backe, das war jetzt echt doof. Trank des Heilens. So. Essen, trinken. Ja, sind wir auf jeden Fall hier. Dann können wir ja schon mal ein paar Sachen abgeben. Ach, Menno, das nervt mich jetzt. So, Salzfleisch können wir herstellen. Ja, dann machen wir das doch. So. Normales Fleisch. Jo. Dann können wir das gleich hier reinpacken. Hier, da, das haben wir gefunden. Wir brauchen wieder einen Eisenspeer. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Steinmesser, vergiftet Pfeil. Also, ja. So, was haben wir jetzt hier alles zu viel? Das ganze Fleisch raus. Das Weizenbier und das Zeug. So, Fleisch. Weg. Haben wir hier zustandmäßig was? Ja, das Zeug. Müssten wir dann fast wegpacken, ne? Mehr haben wir ja eigentlich nicht. Nee. Hier können wir das Zeug reinpacken, was wir verkaufen wollen. Wollen wir was hier?
Hier dran. Das machen wir so, genau. Nehmen wir die Truhe immer für den Verkauf. So. Das packen wir hier rein. Und zack. Nein, so. Okay. Was haben wir jetzt mehr mit? Nicht so. Fackel, Bogen, Steinmesser. Und Speer müssen wir wieder ausrüsten. Eisenspeer. Auf die 2. So. Ach ja, wir müssen noch wieder Pfeil haben wir hier. Okay. Auf ein neues. Ach, das nervt mich gerade. So, Ausdauerverlust. Noch ein paar Meter, dann sind wir bei dem Wiesent. Gehen wir mal über den Weg. Dann sehen wir sie vielleicht von hier aus. Oh, Krähe, Jagdgebiet. Hatten wir das noch nicht? So. Aber hier sind wir schon ein paar Mal entlang gelaufen. Da hinten ist eins. Ist noch ein zweites da? Nee. Ja. So. Schauen wir mal, wie viele Pfeile wir zurückbekommen. 3 Eisenpfeile. So, haben wir hier einen liegen lassen. Hier. Okay. Okay, okay, okay. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wiesent. Ja, müsste noch eins da sein. Da ist eine Tonne. Oder? Nächsten Stein. Oh, da ist das nächste. Jo. Sandspeer. So. Nochmal gucken, wie sind. Alle weg. So, jetzt sind hier drüben noch welche. Aber hier irgendwo müsste unser. Nee, unser Eisenspeer liegen. Schön ins Wolfsgebiet rein. Wow, das sieht ja eklig aus. Eisenpfeile? Nur noch 2? Nee, wir haben schon noch mehr. Fleisch 160. So. Dann gehen wir hier mal entlang. Hier haben uns irgendwo die Wölfe erwischt. Da ist das Lager. Genau, da müsste hier irgendwo unser Eisenspeer liegen, ja. Da. Wo, genau. Wo liegt er? Hier. Huh, wir haben ihn wieder. Okay.
ihr bösen Wölfe, weg von euch. So. Wo laufe ich hin? In diese Richtung, zu dem Riesen. Waren wir in der Hütte da drinnen schon? Nun. Ich möchte aber diese Wiesen erwischen. Treffer. Okay. Oh, drei Stück sind da. Vier. Ach du Himmel. Ist weg. Das gibt ordentlich Fleisch, ey. Der zweite. Denn mein Speer nicht ausgerüstet? Ich habe doch den Speer ausgerüstet auf die zwei. Eieiei. Okay. Zack. Und haben wir alle vier? Jo, safe. Champion. So. Hier ist kein Fall mehr. Das heißt dann, wir nehmen die alle aus. Oh, guck mal, da stellen wir uns jetzt schön mal in die Mitte rein. Okay. Yeah. So, ein bisschen in die Sonne. Oh, da hinten ist unser Dörflein. Zack. Da liegen sie alle. Okay. Also war es dann mal wieder. Ich nehme die alle aus jetzt und dann trage ich das mal zurück ins Dorf. Und in der nächsten Folge können wir dann mal wieder shoppen gehen. Schauen wir mal, was wir an Getreide mäßig so und Dünger für die nächste Saison brauchen. Und dann können wir das auch schon mal erledigen. Okay. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Euer Elmo.